Hallo, lieben Zwillinge, hier ist Julia von Weil du schön bist, jetzt mit der Legung für den November 2020 mit dem Linnemont. Ja, du kannst diese Kartenlegung schauen, wenn du den Zwilling im Sonnenzeichen, im Mondzeichen oder im Aszendenten hast. Schau gerne auch in deine anderen Aspekte rein. Und was ich bereits angekündigt habe in den Kartenlegungen für den November, die ich bereits hochgeladen habe, ist, dass ich jetzt in diesem Monat verstärkt auf das Thema Lernaufgabe gehe und Lösung. Und dass es natürlich auch sein kann, dass man hier eine Lernaufgabe im Privaten hat, in der Beziehung oder auch auf der Arbeit, aber dass ich mich eben nicht versteifen werde, sage ich mal, auf das Thema Liebe, Beziehung oder Arbeit. Ja, schauen wir einfach mal, was sich hier jetzt zeigt, was bedarf deiner Aufmerksamkeit, was ist im Moment deine Lernaufgabe, Entscheidung treffen vielleicht, schauen wir mal, wie sie später wieder kommt. Ja, jetzt schauen wir doch mal. So, die ersten 8 Karten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muss ich jetzt erst einmal arrangieren. Du selber bist als die Lady hier im Kartendeck, egal ob du Mann oder Frau bist. Die männliche Person, der Gentleman, das kann dein Partner, Ex-Partner, ein Freund sein, ein Familienmitglied, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Auch das Geschlecht spielt da keine Rolle. Wir werden eventuell mehr Informationen über die Person herausfinden, wenn sie grundsätzlich eine Rolle spielen sollte. Mit den Karten, die drumherum liegen. Ja, und dann schauen wir uns eben an, das Kreuz. Wo ist das Kreuz? In welchem Haus? Welche Karten liegen drumherum? Denn das Kreuz steht für die Lernaufgabe. Und dann haben wir natürlich den Schlüssel mit, was ist die Lösung? Was unterstützt dich hier? Was würde dir weiterhelfen? So, noch ist keine der signifikanten Karten da. Schauen wir mal. Guck mal, da ist die Entscheidung wieder. Kann sein, dass eine Entscheidung blockiert ist oder eine Entscheidung sehr herausfordernd für dich ist. Wow, Lösung. Da haben wir die erste Karte. Ich wollte gerade sagen, das gibt es doch nicht, dass alle Karten, alle signifikanten Karten, warte mal ganz kurz zurück. Das darf hier noch ein bisschen besser sein. Zack. Naja, gut. Ich wollte gerade sagen, es gibt's doch nicht, dass alle signifikanten Karten hier in der untersten Reihe sind. Die Lösung ist die Liebe. Die Lösung ist dein Herz. Also höre auf dein Herz. Guck mal, da ist eine Person. Das ist die andere Person, die ist direkt in ihrem Haus. Wow, ganz viel Neubeginn. Ich hatte das Herz und ich habe wirklich mehrmals gemischt, auch hinter der Kamera gemischt. Also das ist ganz, ganz spannend. Für viele scheint es in einen Neubeginn zu gehen im November. Guck mal, und da bist du. Du bist im Hause der Sonne, im Hause des Glücks, des Erfolges. Wir haben immer noch nicht alle Karten. Uns fehlt das Kreuz. Ah, da haben wir es. Hallo, Kreuz. Okay. Okay. So, dann lass mich nochmal die Kartenreihe etwas mehr ausrichten. So, also gehen wir als erstes mal auf das Kreuz ein. Für manche von euch kann es hier darum gehen, dass es eine Lernaufgabe mit den Finanzen gibt. Das ist natürlich jetzt recht trocken, würde ich mal sagen, aber das Kreuz im Hause der Fische kann stehen für eine Lernaufgabe im Bereich der Finanzen. Wenn dies der Fall ist, wollen wir uns hier mal oben die Finanzen angucken. Die sind im Hause des Glücks. Das sieht so aus, als ob es hier eine knifflige Situation gab, aber der Fuchs geht raus aus der Situation. Ich habe das Gefühl, wenn die Fische hier oben für Finanzen stehen, haben wir hier zwar Konflikt, knifflige Situation, aber ich habe auch das Gefühl, es klärt sich hier etwas auf. Gegebenenfalls
Gibt es hier überraschend Anerkennung und Wertschätzung im finanziellen Bereich? Das kann sein, dass hier ein Geldgeschenk reinkommt, oder aber eben hier sich etwas aufklärt. So, das erstmal, um da nochmal ein bisschen weiter reinzuschauen. Auch haben wir die Finanzen im Hause des Klees. Klees ist wiederum das Glück. Also habe ich da das Gefühl, dass eine Lernaufgabe oder beziehungsweise dass sich die Situation eigentlich tendenziell eher verbessert hier. Gerade auch, weil wir hier die Sonne mit drin haben, ne? Die Sonne, Harmonie und du bist hier auch. Die andere Bedeutung der Karte ist die Seele, Seelentiefe, Gefühle. Deswegen in Kombination, wenn die Fische an einer Beziehung dran sind, dann kann man auch sagen, das ist eine Seelenpartnerschaft. So oder so ist es aber die Seele. Und da kann es auch sein, dass du hier eine Seelenaufgabe hast. Den Ruf deiner Seele hören und folgen, weil das hat ihr Potenzial, wirklich sehr erfolgreich zu werden. Und das, was du tun musst, ist auf dein Herz hören. Und kommen wir mal hier hin, ne? Da haben wir wieder das Herz. Triff Entscheidungen aus deinem Herzen heraus, denn diese führen mit Sicherheit oder beziehungsweise die führen zu Stabilität und Sicherheit. Es kann sein, dass hier ein Neustart ein bisschen im Unbekannten liegt. Vielleicht eben, weil es etwas Neues ist, was du so noch nicht erlebt hast. Das kann sein, dass wir deswegen so ein paar Unsicherheiten dort haben. Ich habe aber das Gefühl, dass dein Herz dich da durchleiten wird. Egal in welcher Situation ist, das ist, wir haben theoretisch auch das Thema Arbeit hier. Es kann auch sein, dass die Arbeit hier im Unklaren ist, aber dass wenn du eine Entscheidung triffst und dabei auf dein Herz hörst, das ist die Lösung. Ja, und jetzt wird immer gesagt, ja toll, auf mein Herz hören, ne? Das ist so dieser klassische Spruch. Was bedeutet denn auf das Herz hören eigentlich? Alles, was dich glücklich macht, wo du spürst, dass nur ein bisschen mehr Freude in dir ist. Es ist ja nicht immer so, dass man gleich total euphorisch ist, ne? Auch wenn hier Entscheidungen getroffen werden. Da ist halt die Frage, spüre dich rein. Wie fühlst du dich, wenn du mal das eine Szenario durchspielst? Und wie fühlst du dich, wenn du das andere Szenario durchspielst? Und dann entscheide dich aufgrund dessen, was sich besser anfühlt. Das ist auf das Herz hören. Bei mir war es auch oft so, wenn ich irgendwelche Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, dass ich genau das getan habe. Und dass es häufig so war, dass die Entscheidung, die ich dann auch gewählt habe, die hat mich plötzlich ganz kribbelig gemacht. Da war ich so, oh Gott, das könnte ich ja machen, das ist ja eine Möglichkeit und oh mein Gott. So. Daran merkst du, wenn du aufgeregt wirst, wenn du deiner größten Aufregung im positiven Sinne, ne? Nicht im negativen, aber wenn du deiner größten Freude, your highest excitement, folgst, das, was dein Herz springen lässt. Und manchmal ist es vielleicht nicht ein großer Sprung, manchmal ist es nur ein kleiner, wo man merkt, so, oh, das fühlt sich ein bisschen besser an. Da habe ich, auf Englisch sagt man Ease. Da ist es leichter, das fühlt sich ein bisschen entspannt. Das nicht entspannter im Sinne von irgendwelche Ängste, die da auftauchen können, sondern im Sinne von, ja, da kommt mein Herz zur Ruhe. Das fühlt sich richtig an. Auch wenn hier vielleicht Dinge noch im Unklaren liegen, weil ich die ganzen Details dieser Situation und dieser Entscheidung vielleicht noch nicht sehen kann. Das spielt keine Rolle. Du musst nicht mit deinem Verstand oder deinen physischen Augen etwas sehen können. Die Wahrheit findest du in deinem Herzen. Die erspürst du. Und das ist hier Teil des Schlüssels. Na, also hier die Seele hören, Seelenaufgabe. Auch hier Intuition. Die Aufgabe ist, deiner Intuition zu folgen. Deine Aufgabe ist auch, in die eigene Kraft und Stärke zu kommen. Das kann sein, dass das hier mit einer ganz bestimmten Person ist. Wir haben auch das Thema Unterstützung und Vertrauen hier. Es kann sein mit dir, ja, wobei es kann beides sein. Es kann sein, dass wir hier einen Freund liegen haben oder es kann auch sein, dass wir hier eine Liebe liegen haben, ne? Weil wir eben an dieser Person angeknüpft haben. Eigentlich sehr, sehr viele schöne Karten tatsächlich haben. Also ich habe das Gefühl, die Person, die wir hier sehen, das ist sehr schicksalhaft mit der. Das kann sein, egal in welcher Beziehung ihr zueinander steht, dass da schon auch eine Liebe ist. Hier nagt so ein bisschen was und es kann sein, dass irgendeine emotionale Distanz hier so ein bisschen an einem nagt. Oder
irgendwas, was hier, ja, der Turm steht für emotionale Distanz, für Rückzug. Das könnte etwas sein. Lass mich mal weiterschauen. Ich möchte mal einmal hier weiter um das Kreuz gucken. Also, warte mal. Ebenfalls liegt hier im Hause des Kreuzes der Stillstand. Der Stillstand, das Ende, die Transformation. Teil deiner Lernaufgabe ist es also, auf deine Seele zu hören. Ich habe das Gefühl, hier Entscheidungen mit dem Herzen zu treffen. Der Schlüssel ist dein Herz. Es kann sein, dass hier was losgelassen werden muss. Es kann auch sein, dass die Lösung plötzlich kommt. Ne? Weil die Sense steht auch für, hey, plötzlich, zack, bumm. Hier ist das Haus der Lösung. Das ist wieder deine Intuition. Deine Gefühle, deine Intuition. Auch wieder Teil der Lösung hier. Ne? Also das ist echt mega cool. Wir sehen das hier immer wieder. Hör auf dein Herz. Hör auf deine Intuition. Das ist Teil der Lernaufgabe. Wenn du jetzt noch nicht genau weißt, wie das funktioniert mit dem auf dem Herz hören, dann wirst du das jetzt lernen, ne? Weil immer wieder mit dir, immer wieder reinfühlen, wie fühlt sich das an? In die eigene Kraft auch hier kommen. Und wie gesagt, es kann sein, dass hier irgendwas losgelassen werden muss. Es kann sein, dass hier eine Situation ist, die dir vielleicht auch ein bisschen Kraft zieht. Und deswegen ist es so wichtig, da auf deine Intuition zu hören und zu schauen, was kann ich jetzt tun, welche Entscheidungen kann ich treffen, die mich wieder hier in meine Kraft bringen. Das muss nicht zwingend immer ein Rückzug sein im Sinne von, oh, wir machen jetzt hier kurzen Prozess und ich sehe dich nie wieder. Aber manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen zurückziehen und mit sich alleine sein. Der Turm steht auch für das Thema Rückzug, alleine sein, Isolation. Isolation hört sich jetzt wieder sehr krass an, aber das Thema alleine sein, ne? Rückzug. Vielleicht ist ein Rückzug auch die plötzliche Lösung, dass du hier, dass du keine äußeren Einflüsse hast und deswegen mehr deine eigene Seele hören kannst und deine Intuition spüren kannst, weil nicht so viele Einflüsse sind. Hört auf mit den ganzen Medien schauen. Leute, ich habe angefangen, wann war das denn? Vor 9 Jahren oder vor 8 Jahren habe ich angefangen, aufzuhören, die Medien zu schauen. Beste, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe gemerkt, wie mich diese ganzen negativen Nachrichten permanent runterziehen, mir Kraft rauben und mich zwar verzweifeln lassen haben. Ich dachte, ich will nicht in einer Welt leben, die so ist, wie sie ist. Das ist ja furchtbar. Jeden Tag noch eine schlimme Nachricht. Können wir nicht mal schöne Nachrichten? Gibt es nicht irgendwie Schönes in der Welt, worüber man reden kann? Schönes, was einen upliftet, was einen beflügelt. Aber das Ding ist, die Medien, die benutzen die, das ist wie so ein Kick, den du kriegst auf einer Droge. Menschen, es gibt da ist irgendein psychologischer Aspekt. Menschen gehen ab auf negative Nachrichten wie auf Drogen. Das ist fast so, oh, ich muss wissen, oh, was ist da, oh ja, oh, ist das schlimm. Beobachte das mal, ne? Wenn du da noch voll in diesen Medien mit drin steckst. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Herzen? Das ist, auf der einen Seite ist es erschreckend, aber das zieht einen auch an. Das sind wie die Drogen. Wie die Drogen, oh Gott, ey. Das hat eine abhängig machende Wirkung. Deswegen hört auf die ganzen, sorry, aber die ganzen Scheiß-Zeitungen und so und die in den Nachrichten. Du kannst eh keine Ahnung mehr, was heutzutage noch wahr ist und was nicht. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass du anfängst, deiner Seele zu vertrauen, auf deine Seele zu hören. Deine Seele, die interessiert sich natürlich insofern für die persönliche Ebene, weil sie natürlich gesagt hat, hey, ich gehe da rein, ich gehe jetzt zu dieser Zeit auf die Erde, um das zu erfahren, was ich hier erfahre. Ich möchte diese Erfahrungen, ich möchte da live dabei sein, ich möchte das erspüren mit dem ganzen Sein als Mensch. Aber deine Seele ist nicht emotional. Deine Seele sagt nicht, das ist gut, das ist schlecht. Das sind alles Erfahrungen. Aber deine Seele kennt den Weg. Deine Seele weiß, was wahr ist. Und deine Seele hat den höheren Überblick.
Deswegen, wenn du anfängst, auf dein Herz zu hören, auf deine Intuition zu hören, dann wirst du durch den ganzen Bullshit sehen, weil du in dir eine Resonanz spürst mit, das ist nicht wahr. Und das ist wahr, das ist nicht wahr. Und das ist stimmig für mich. Und das fühlt sich stimmig für mich an. Wow, es geht hier in eine andere Richtung als erwartet. Aber das sind die Nachrichten, die durchkommen. Okay, lass mich nochmal hier fokussieren auf den Schlüssel wieder. Wir haben hier, guck mal, wir haben hier die Öffentlichkeit liegen, ne? Die Öffentlichkeit in Kombination mit den Lilien. Die Lilien können zwar für die Familie stehen, aber auch für den Frieden, für eine Harmonie. Na, das könnte hier für die Beziehung stehen, die du mit der Öffentlichkeit hast. Weil wir eben gerade über diese Themen geredet haben. Ich habe das Gefühl, deine Seele will zu dir durchdringen. Ich habe das Gefühl, deine Seele bittet dich darum, in die Stille zu gehen, in den Rückzug zu gehen, damit du sie hören kannst. Und anstelle von Nachrichten zu hören, nimm diese 5 Minuten und zieh dich in dir selbst zurück. Mach eine Meditation. Geh da in diese Praktiken rein. Wisst ihr was, was ganz witzig ist? Hier, die Kommunikation im Hause der Spiritualität. Als ich das gesehen habe, dachte ich direkt, Kommunikation mit der geistigen Welt, spirituelle Kommunikation. Das fällt mir jetzt aber nach 16 Minuten erst wieder ein, tatsächlich, wo der Blick wieder drauf fällt. Die Lösungen sind auch die Beziehungen in deinem Leben. Lösung ist, weil jede Beziehung, die du in deinem Leben hast, fragt man sich, ist das unterstützend? Ist das unterstützend oder zieht dir das Kraft? Ist auch ein Teil hier, weil es geht auch deine Lernaufgabe hier um die eigene Kraft, ne? Und jetzt schau mal hier, die Beziehung, die spirituellen Beziehungen, Beziehungen zur geistigen Welt. Das kann auch Klarheit sein, die in Beziehungen kommt. Das kann auch sein. Aber weil ich das Gefühl habe, ich werde gerade in eine ganz oder mehr oder weniger bestimmte Richtung hier geleitet in dieser Kartenlegung, habe ich das Gefühl, dass hier wirklich du was dazu lernst, dass dein Wissen auch über diese spirituelle Verbindung, die du hast, dass das immer stärker wird und sich wirklich verwurzelt und dass du da auch ganz viel Stabilität und Halt findest. Grundsätzlich bist du im Hause der Sonne, beste Karte im ganzen Deck. Du bist auch gespiegelt auf die Sonne. Da ist ganz viel Heilung, da ist ganz viel Positives, ganz viel Erfolg. Aber ich habe das Gefühl, hier gibt es einen Aspekt, wo deine Seele versucht, zu dir durchzudringen und zu sagen, hey, ich bin der Schlüssel, dein Herz ist der Schlüssel, die Liebe ist der Schlüssel. Plus hier in die eigene Kraft und Stärke kommen und das Thema Vertrauen, Unterstützung. Es kann sein, dass wir hier das Thema haben, dass hier Vertrauen, Unterstützung liegt von dieser ganz bestimmten Person, die dich hier zu einem Neuanfang bringt. Gegebenenfalls kann das auch was mit Kindern zu tun haben, ne? Dass hier eine ganz bestimmte Person ist und ihr seid vielleicht ein echt super Team hier, was es mit, was die, was Kinder angeht. Oder aber, dass du hier eigentlich einen ganz guten Support hast von jemandem, damit du wieder neue Leichtigkeit spüren kannst hier. Ja, wow, sehr spannende Legung. Wenn du damit resonierst, freue ich mich immer über ein Like, einen Kommentar oder darüber, dass du den Kanal abonnierst. Alle Informationen, wie du mit mir in Verbindung treten kannst, findest du unter diesem Video. Auf Instagram habe ich 2 Kanäle. Avalon Rituals ist der englische spirituelle Kanal, der ich kann das immer übersetzen lassen auf Deutsch, beziehungsweise mir das Deutsche dann auf Englisch übersetzen lassen, weil ich ein englisches Handy habe oder englische Einstellungen auf dem Handy habe, so rum. Und das heißt, schau da gerne mal rauf auf Avalon Rituals oder auch auf Weil du schön bist auf Instagram. Vielen Dank für all die Spenden, die eingehen, ob klein, groß oder mittel. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, für eure Wertschätzung hier, für die Arbeit, die ich für euch kostenlos zur Verfügung stelle. Und ja, wow, ich habe das Gefühl, es ist eine ganz kraftvolle Legung. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Sende euch alles Liebe aus dem Herzen von Avalon, aus dem Herzen, ne? Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.